An der Wall Street gibt es die 5-Handelstage-Regel, die besagt, wie die ersten 5 Handelstage, so die Tendenz im gesamten Jahr. Und die Wall Street glaubt an Statistiken, ist statistikgläubig. Und dementsprechend könnte das schon eine Art self-fulfilling prophecy sein, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Heute kommen viele wieder zurück, Großinvestoren kommen an die Märkte zurück und jetzt müsste der S&P, der Leitindex der US-Märkte, müsste schon einiges aufholen, damit diese ersten 5 Handelstage in der Summe noch positiv werden. Etwa 1,6-1,7% plus müsste es heute geben. Also wird man sehr genau darauf achten, wie diese ganze Geschichte ausfällt, nach diesem doch ziemlich miesen Auftakt in das neue Jahr, nachdem wir diese massive Rallye Ende des letzten Jahres gesehen haben, geht es heute also um viel. Warum? Weil, wie wir hier in dieser Grafik unten sehen, da sind die ersten 5 Handelstage mit diesen dunkelblauen Balken, die das Gesamtjahr dann mit diesen hellblauen Balken, und wir sehen, da ist schon in der Tendenz erkennbar, wenn das Ganze nach unten weist in den ersten 5 Handelstagen, dann weist der Gesamtmarkt eigentlich in der Regel nach unten und andersrum. Und gerade in Präsidentschaftswahljahren, das wir dieses Jahr ja im November haben werden, ist die Wahrscheinlichkeit 83%, also statistisch signifikant, dass wenn die ersten 5 Handelstage positiv sind, das Gesamtjahr positiv wird, und wenn die ersten 5 Handelstage negativ sind, das Gesamtjahr negativ wird. Also gerade in Wahljahren hat diese Regel eine besondere Gültigkeit. Dementsprechend wird die Wall Street heute da sehr genau hinschauen, nach diesem, wie gesagt, doch relativ mauen Start. Nasdaq letzte Woche, schlechteste Woche seit März 2023. Und wenn wir mal Aktien und Bonds, also Anleihen insgesamt nehmen, dann wurden mal eben 3,18 Billionen Dollar, wurden da mehr oder weniger ein bisschen ausrotiert, kann man sagen. Die sind zwischenzeitlich evaporiert, vielleicht kommen es bald wieder. Jedenfalls sehen wir auch hier den stärksten Anstieg der Renditen, hier am Beispiel der zweijährigen US-Anleiherendite seit dem Jahr 2005. Klar, es ging natürlich Ende letzten Jahres auch ziemlich stark nach unten. Die zehnjährige Anleiherendite von knapp über 5%, knapp unter 3,8% gefallen. Ziemlich große Bewegung. Jetzt sind wir wieder über der 4%-Marke und all das hat dafür gesorgt, nämlich die zurückkommenden Aktienmärkte wie auch die steigenden Renditen, dass die Financial Conditions sich wieder straffen, dass wir hier diese Gegenbewegung sehen, wie nachhaltig ist die? Das wird die große Frage sein. Wenn wir jetzt mal oben diese Statistik uns anschauen, das sind Aktien, das sind Anleihen und das sind Junk Bonds, sozusagen die Gesamtperformance. Junk Bonds sind ja sehr sensitiv für Probleme im Wirtschaftsbereich. Wer einen solchen Junk Bond kauft, der kann vielleicht einen Totalverlust erleiden. Wir sehen hier, dieses Jahr startet noch ein Ticken schlechter als das Jahr 2022, das für die Märkte ja nicht geradezu erfreulich war, während 2023 gleich auch super angefangen hat in den ersten Tagen. Also wir sehen, da ist durchaus so ein bisschen der Schalter umgelegt worden. Gleichwohl sehen wir hier bei einer Umfrage von Bloomberg, dass sehr viele Investoren US-Aktien kaufen wollen in den nächsten Tagen und Wochen. Das sagen sie zumindest. Mal sehen, ob sie es auch tun. Ja, Soft Landing, das war das Motiv von Janet Yellen am Freitag nach scheinbar besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten. Aber die waren, wie ich in einem Video gezeigt habe, faktisch ziemlich miserabel, unter anderem, weil der Employment stark gefallen ist. Also die Stellen, die durch die telefonische Household Survey ermittelt werden. Es gibt zwei Bemessungsgrundlagen. Einmal werden Firmen schriftlich angefragt. Die Response Quote, also diejenigen, die antworten, die ist ziemlich gering geworden in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite gibt es diese Telefonumfrage. Die war miserabel. Wir sehen hier doch deutliche Schwächezeichen am Arbeitsmarkt inzwischen, trotz der Headline-Zahl von 9 Stellen, die besser war als erwartet. Wir haben dann den ISM-Dienstleistungsindex gesehen, sehr, sehr miserabel. Dienstleistung scheint zu schwächeln. Die Wall Street hat sich da am Freitag zunächst mal drüber gefreut. Hurra, wenn schlechte Daten kommen, dann sinken die Zinsen bald. So die Logik dieser ganzen Geschichte. Hier sehen wir nochmal, dass vor allem durch die Revisionen bei den US-Arbeitsmarktdaten
443.000 Stellen plötzlich wieder verschwunden sind, die vorher da waren. Insgesamt 40% der neuen Stellen sind durch das Birth-Death-Model entstanden, durch eine, wie soll man sagen, durch eine Hokuspokus-Annahme, die in keiner Statistik sonst der Welt irgendwo Eingang finden würde, vielleicht in einer Bananenrepublik, aber bei den Amerikanern wird das mit einberechnet, sind reine Schätzwerte, ist so Pi mal Daumen, naja, wenn die Wirtschaft gewachsen ist, dann dürften so und so viele Firmen entstanden sein und dann dürften die so und so viele Jobs geschaffen haben. Es gibt keine Datengrundlage für diese Annahme, sei es drum. Also wir sehen, die Daten waren schwächer als erwartet und dennoch jetzt dieses Soft-Landing-Narrativ, das vor allem von Janet Yellen gepusht wird, um der Biden-Regierung zu helfen, die natürlich wie alle Regierungen ein Interesse hat, ihre Bilanz besser aussehen zu lassen, als sie vielleicht ist in Sachen Wirtschaft. Und die Märkte reagieren darauf, auch in Sachen Zinserwartungen. Hier sehen wir mal. Noch vor 6 Monaten haben die Märkte erwartet, dass wir vielleicht sogar in 2024 nochmal 2 Zinsanhebungen bekommen könnten. Das ist lange her. Jetzt erwarten die Märkte, dass wir 5,5 Zinssenkungen sehen werden. Also mehr als 5 Zinssenkungen sehen werden durch die US-Notenbank. Das alles nach dieser Lockerung der Financial Conditions zum Ende des Jahres, die sich jetzt ein bisschen wieder rückabgewickelt hat. Also wir sehen, das ist sehr volatil, diese Zinserwartungen. Und im Grunde kann man Charts von Aktienmärkten über die Charts von Zinserwartungen legen, dann weiß man Bescheid. Denn wenn die Zinserwartungen, die Senkungserwartungen sinken, sinken auch die Aktienmärkte und umgekehrt. Jetzt haben wir in dieser Woche zunächst mal wenig Daten zu Beginn. Wir haben am Mittwoch eine 10-jährige Anleiheauktion in den USA. Wichtig, wie wird da die Nachfrage sein? Dann haben wir natürlich am Donnerstag das Highlight, die neuen Inflationsdaten. Am Freitag dann nochmal die Erzeugerpreise. Auch das wird zu beachten sein. 4 Fed-Speaker. Also datentechnisch ist das bis zur zweiten Wochenhälfte ziemlich ruhig, ziemlich mau. Da wird jetzt wenig Bewegung kommen. Aber wir haben interessante Aussagen über das Wochenende von Logan, der Dallas-Fed-Chefin, die hier gesagt hat, also wenn die Financial Conditions sich stark aufweichen, dann haben wir ein Problem, hier Preisstabilität wieder zu erreichen. Mit anderen Worten, die Fed achtet durchaus auf diese Financial Conditions, wenn man es mal übersetzen kann. Und dann hat sie auch interessanterweise gesagt, ja, vielleicht sollten wir die Summe unserer Bilanzreduzierung reduzieren. Die Fed betreibt ja Quantitative Tightening, also sie reduziert ihre Bilanzsumme. Das sollten wir verlangsamen, so Logan, weil sonst müssten wir das vielleicht irgendwann abrupt abbrechen. Eine Anspielung darauf, dass hier Probleme durchaus etwa bei den Reverse Repo Aktivitäten festzustellen sind. Da gehen die Volumina in Richtung Null. Das heißt, wir haben ein Stück weit dann die Situation, dass die Fed wohl nicht mehr die Bilanzsumme reduzieren kann, sondern sich andere Wege suchen muss. Aber wichtig auch die Aussage oder die Indikation von Logan, dass eben die Fed durchaus auf diese Financial Conditions jetzt achtet, nachdem Powell mit seinen Aussagen ja diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Ein Stein rollt nach unten, bislang auch in diesem Jahr bei Apple, nach 2 Abstufungen durch Analysehäuser, schwache iPhone-Nachfrage. Wir sehen die Apple-Aktie jetzt wichtig am 200-Tages-Durchschnitt. Der sollte halten. Wir sehen mal rechts den Chart Apple Nasdaq und wir sehen, Apple ist oft eine gute Indikation für das, was die Tech-Werte insgesamt machen. Daher natürlich die starke Bedeutung von Apple als marktschwerste Aktie weltweit. Hier sehen wir mal, dass die Aktie natürlich jetzt überverkauft ist unten im RSI. Also es wäre jetzt nicht so fürchterlich erstaunlich, wenn die sich mal erholt. Gerade weil man eben auch in der Nähe des 200-Tages-Durchschnitts ist. Also das muss gelingen. Aber hier sehen wir, dass im letzten Jahr Apple schon von den Magnificent Seven die schwächste war. Mit den Anführungszeichen nur 55% Performance, während der S&P 27 gemacht hat, der S&P Equal Weight, wo also alle Aktien gleichgewichtet sind, 14% nur gemacht hat. Und ganz oben nie wieder Meta, dann Tesla, dann Amazon, dann Microsoft, Alphabet und dann Apple. Aber neue Meldung, iPhone Sales in China
to fall double digits, Jeffrey says. Also Jeffries, dass die US-Bank sagt, die iPhone-Verkäufe vor allem in China, die schwächeln. Die Apple-Produkte sind in China ziemlich aus der Mode, weil man eben Huawei Mates Handy kauft, das Mate 60, das wahrscheinlich auch das deutlich bessere Handy ist inzwischen und eben dann auch dem Patriotismus der Chinesen mehr entspricht, als sich jetzt ein Apple-iPhone reinzuholen. Dann haben wir Nvidia auch die Meldung hier durch das Wall Street Journal, dass große chinesische Firmen wie Alibaba und Tencent jetzt zögern könnten, diese zweite Klasse Chips von Nvidia zu nehmen. Nvidia war ja gezwungen, im Prinzip nur B-Ware nach China verkaufen zu dürfen durch den Bann der Biden-Administration. Und jetzt sagen die Chinesen, also das können wir langsam selber auch, solche B-Chips zu bauen. Da brauchen wir keine Nvidias mehr. Auch das könnte ein wichtiger Faktor werden jetzt für dieses Jahr insgesamt. Und hier sehen wir mal, dass diese Magnificent Seven vor allem auch führend sind in Sachen Buybacks, in Sachen Aktienrückkäufe. Und die Märkte haben so ein bisschen das Problem derzeit, dass wir jetzt mehr oder weniger komplett in der Blackout Period sind, dass also wenig Aktienrückkäufe, also wenig eigene Aktien durch die Unternehmen noch gekauft werden. Damit entfällt eine gewisse Unterstützung. Aber wir sehen, Apple war vor allem der Buyback-König schlechthin im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten. 77,6 Milliarden Dollar hat man da investiert. Microsoft etwa weniger als ein Drittel desselben. Also ob das wirklich so vernünftig ist, permanent nur eigene Aktien zurückzukaufen, statt Geld zu investieren, statt sich weiterzuentwickeln. Das ist ja der Vorwurf auch an Apple, dass da nichts passiert, dass seit Steve Jobs im Grunde keine Neuerung mehr gekommen ist durch das Unternehmen. Und übergeordnet jetzt mal der Blick auf die Großinvestoren, die sind überragend investiert in den Magnificent Seven, 49%. Zweithöchste Positionierung ist Short China Equities, die sind also long in den großen US-Tech-Werten und Short in China-Aktien. Und vielleicht sollte man genau das Gegenteil tun, die Magnificent Seven shorten und die China-Aktien auf der Long-Seite nehmen, denn die sind jetzt inzwischen alles andere als teuer, im Gegensatz zu den großen US-Tech-Werten. Und so sagte zum Beispiel Gary Schilling, der durch den der als Wirtschaftswissenschaftler und Investor durchaus sehr bekannt ist, ehemaliger Chefvolkswirt von Merrill Lynch, der sagt, also der S&P 500 könnte 30% fallen in diesem Jahr, während Dauerbulle Tom Lee sagt, von Fanstreet sagt, ja, also wir dürften jetzt im Januar trotz des etwas schwachen Jahresstarts neue Allzeithochs nochmal erreichen können. Das erwartet auch Jim Cramer, der jetzt am Freitag nochmal pünktlich Boeing zum Kauf empfohlen hat. Jetzt haben wir dieses Problem, dass da plötzlich mal eine Tür rausgefallen ist während eines Fluges. Daraufhin alle Maschinen dieses Typs erstmal gegroundet, durften nicht mehr abheben. Die Boeing-Aktie auf Tradegate zunächst mal unter Druck. Das wird für den Dow Jones wichtig, denn da ist Boeing ein Schwergewicht, zwischenzeitlich 7,5% gefallen bei Tradegate. Also Jim Cramer hat es mal wieder komplett richtig antizipiert. Pünktlich zum erwartbaren Abverkauf hat der Mann eine Kaufempfehlung rausgegeben. Und wir haben ja in diesem Jahr die Wahlen in den USA. Und warum die USA so gespalten sind, warum die Gräben so tief sind, das sehen wir anhand dieser Statistik. Hier sehen wir mal, dass diese kleinen roten Flecken, die hier in dieser Karte erkennbar sind, machen 50% des BIPs aus in den USA, der Rest die anderen 50%. Das heißt, wir haben da gerade an der Ost- und an der Westküste ein völlig anderes Bewusstsein als in weiten Teilen des Landes und da entsteht so eine Art Kulturkampf, der hier ausgefochten wird, auch in der Frage, ob Donald Trump wieder Präsident wird. Wenn wir das Ganze mal auf Europa hier beziehen, wie ist denn da eigentlich die Ausgangslage? Dann sehen wir hier, dunkelblau sind Regionen mit Reichtum, mit großem BIP pro Kopf. Und je röter es wird, umso ärmer sind die Regionen. Und wir sehen, in Frankreich etwa ist nur Paris wirklich reich oder da geht es gut, während der Rest des Landes etwa auf dem Niveau Ostdeutschland ist. In Italien sehen wir unten rot, vor allem Süditalien, das gleiche gilt in Spanien, das gleiche gilt Ostpolen. Wir sehen dann diese Wachstumszone Irland, also der Süden des Landes vor allem. Wir sehen auch in UK sehr unterschiedlich
Bis auf einen kleinen Teil Londons ist da relativ wenig dunkelblau. Aber hier sehen wir, das wird auch für die Europawahl dann im Juni sehr, sehr wichtig, dass natürlich da verschiedene ökonomische Ausgangslagen auch ein verschiedenes Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Apropos wichtiger Punkt, wir haben wieder Schwäche bei chinesischen Aktien. Der Hang Seng teilweise, in dem ja die großen chinesischen Tech-Werte drin sind, teilweise 3,3% im Minus, jetzt niedrigster Stand seit November 2022. Und das, obwohl JP Morgan zu Recht sagt, naja, solche Schwergewichte wie Tencent, die sind inzwischen wirklich günstig. Klar, hast du da in China Themen, wenn du etwa eine Alibaba kaufst, dann hast du nicht wirklich Anteile an dem Unternehmen, sondern an einer ADR, an einer Briefkastenkonstruktion, wenn man so will. Aber ich denke, dass in diesem Jahr die Chinesen nichts anderes tun können, die Führung in Peking, als zu versuchen, nochmal mit Stimulus die ganze Geschichte rumzureißen, weil die Lage schlichtweg so schlecht ist, dass sie es nicht anders können. Und da besteht dann aus meiner Sicht ein viel höheres Aufwärtspotenzial für die verprügelten chinesischen Aktien oder für den chinesischen Aktienmarkt als für den ohnehin schon sehr teuren US-Aktienmarkt. Keine Empfehlung, sondern nur mal eine Tipp zum Nachdenken. Nachdenken wird auch Berlin, werden die führenden Politiker hier in Deutschland, nachdem jetzt dieser Streik beginnt. Hier in der Nähe schon habe ich Trompetenklänge gehört, offenkundig von diesen Protesten. Jetzt kommt die Lokführergewerkschaft GDL am Mittwoch dazu. Mittwoch früh 2 Uhr startet dann bis Freitag 18 Uhr. Dieser Streik, das wird Deutschland weitgehend lahmlegen. Mal sehen, wie das Ganze sich dann abspult, auch mit den Bauernprotesten, wie radikal das sein wird. Wir haben jetzt neue Daten aus Deutschland, schwache Auftragslage des verarbeitenden Gewerbes. Minus 4,4% zum Vorjahresmonat und im November ohne Großaufträge, die ja sehr volatil sind, um minus 0,6% gefallen. Wir sehen also, dass hier der Abwärtstrend weitgehend ungebrochen ist und vor allem das Inland schwache Nachfrage hat. Das sehen wir rechts hier in dieser Grafik, dass die Nachfrage aus dem Ausland immer noch besser ist als aus dem Inland. Also es ist eine Schwäche, eine inhärente Schwäche hier in Deutschland erkennbar. Warum das auch 2024 sehr wahrscheinlich so bleiben wird, wie unter anderem die Commerzbank erwartet. Das können Sie hier lesen. Die Faktoren, warum es wahrscheinlich ein sehr schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft wird, als erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, gehen die Märkte 2024 den Weg des größten Schmerzes. 2023 oder vor 2023 waren alle pessimistisch, dann diese Rallye, vor 2024 waren alle optimistisch. Der Abverkauf, Fragezeichen. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung. Gestern gab es ja dieses Webinar mit André Stagge und mir. Und wer sich das Ganze nochmal anschauen will, die Aufzeichnung desselben, mit, glaube ich, sehr interessanten Gedanken, sehr guten Hinweisen, der kann das tun. Ich packe Ihnen den Link unter das Video, wo Sie sich das Ganze nochmal anschauen können. Auch wertvolle Informationen über das, was an den Märkten gespielt wird, worauf Sie achten sollten. Also diese drei Empfehlungen bei zwei Artikeln. Und wenn Sie die Zeit haben in dieser Woche, auf jeden Fall sich das Webinar nochmal anschauen. Drei Empfehlungen insgesamt. Ich sage Servus, ciao.